So, wir sind in der Aufnahme. Hallo. Joker, du musst auch lachen. Du bist ja der Joker, du musst doch die besten Witze raushauen als Joker. Das ist doch deine Berufsklassifizierung. Nein, eigentlich die schlechtesten. Eigentlich die schlechtesten. Ich bin eigentlich der Kranke. Ja, aber der macht ja auch so schöne. Du musst so Anti-Witze und sowas. Ja, genau, hat er auch schon gemacht. Ja, so Sachen macht er. Emulator. See you later, Emulator. Warum denn so? Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu. Weißt du? Ja. So. Ja, sprich ruhig. Sag das, was du sagen willst. Ja, ich weiß jetzt immer dann, was ich sagen wollte. Ich habe gerade das Bild wieder mit den Spritzen, grün oder rot, das erinnert mich an Matrix hier, als Neo die Bonbons hingehalten bekommt, die Pillen. So. Ja, nimmst du die rote oder die blaue? Ja. Die Spritze. Die eine ist Heroin, die andere ist schlimmer. Was nimmst du? Grün oder rot. Schlimmer als Heroin? Dein Admins hier von dem Channel, dass die den mal übersichtlicher machen sollen, beziehungsweise mehr Sprachkanäle oder sowas. Ja, ich werde mal Machtwort sprechen. Wo man reingeht, wenn man spielen will. Ja. Und nicht hier lauter... Wir gehen Richtung 315. Also das ist halt ein einschüssiges Schrotgewehr, was ich hier habe. Achso, ich hab im Übrigen die ganz lange Sniper dabei, gell? Ja, das ist schön. Gar nicht. Schade, dass wir keine Nachtmission haben. Gott sei Dank, oder Nebel. Das war schon klar, das war gerade ein bisschen ironisch gemeint, halt so ein Joker-Witz, weißt du, ich wollte das erstmal, dass du die Joker-Karte im Spiel ausspielen kannst. Ja, das deine meint, reicht 15 Meter, also, die ist schon, ja, die größte Reichweite. Oh. Was, oh, scheiße, das ist so groß. Nee, weil geschossen wird schon neben uns. So. Ist aber eigentlich, ich sag mal, die Schrot mit 200 Damage, wenn einer um die Ecke kommt, so das Gesicht wegschroten oder so. Ja, ist definitiv dann weg. Muss aber halt treffen. Ja. So also die streut doch auch ein bisschen, würde ich gerade sagen. Ja. Und ich finde immer, das ist eine gute Waffe, um Gegner halt die Zähne durch den Arsch zu schießen, ja. Ich habe noch nie ein Schrotgewehr benutzt hier im Spiel. Oh, der war nah. Was ist denn los? Ich nehme uns, Feinde! Eine habe ich. Die rennt eine mit dem Schrot bei euch. Die ist hinter dem Haus. Überrennt sie. Die hat Schrotflinte. Überrennt sie. Sie ist Richtung Nordwesten. Hab noch eine. Immer leider. Ach du Scheiße. Nicht, ach du Scheiße, nimm dein Gewehrkolben und hau auf. Ja, aber ich hab doch an dem Gewehrkolben so einen Schlagring dran. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich sag's ja. Ja, dann machst du doch nicht. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich dachte, das ist ja bei Ausholen, hat so aussehen, als ob ich mit dem Griff ein bisschen zuhauen könnte. Ah. Also, ich hab einen Blatt gemacht. Ich auch. Du brennst. Ja. Dann ist noch irgendwo einer. Richtung 0. Richtung 0 soll noch einer sein? Jawohl, in die Richtung. Ist naheliegend, weil die beide von da kamen. Für mir die eine habe ich ja gleich in die Fratz geschossen. Das andere Team beschäftigt sich auch schon. Komm, ich würde sagen, wir drei stürmen einfach auf die los. Was sollen sie machen? Wenn sie ein Auto pumpen, sind wir beide weg. Ja, dann sind wir weg, aber trotzdem können wir alle einfach mal losrennen. Ja, ich bin Sniper. Genau. Ja, bist du eine Treibjacke? Du hast aber schon eine Sekundärwaffe, hä? Messer oder so, reicht doch. Macht mal ein bisschen Treibjagd. Weil sonst renne ich jetzt wieder alleine dahin und sterbe. Ich geh mit, komm jetzt auf. Ja, auf, habt euch nicht so. Hören. Weißt du, ich bin immer Angriff, ist die beste Verteidigung. Richtig. Mein Reden, Boogie. Ach doch, so weit. Hast du die andere auch abgefackelt? Waffel? Wo war der? Sag ich nicht. Willst du nur abfackeln? Nee, ab aim. Wieso rennst du jetzt mit, Waffel? Ja, ich sehe keinen. Ich weiß nicht, wie weit wir rennen wollen. Lass mich mal den durchsuchen hier. Was hat denn der gute Mann? Ja, mal gucken, ob du einen Kopfschuss kriegst. Ich guck, pass auf.
Soll ich ihm sein Gewehr nehmen? Was hat denn da für eins? Oh. Nee, also ich mag das nicht. Vielleicht mag du es ja. Habt ihr eigentlich den Hin- Achso, im Übrigen sind wir beim Boss, gell? Achso, ja, ja, wusste ich natürlich. Hat jemand eine Haftbombe von euch? Nee, nur Splitter. Splitter ist auch gut, glaube ich, mit den Zack. Ja, dann machen wir ihn ganz schnell. Ja, macht ihr. Ich zünd die noch an, nimmst du ab. Brennt. So, Boogie, wir machen mal wieder den Boss. Ja, und ich bleib hier oben. Aber ohne Schiff. Leise zu sein, geh ich was mit der Schrotflinte. Und dann haben wir auch direkt einen Ausgang. Also, Männer, seht zu, gebt Gas. Ja, genau, das sagst du. Wie wär's, wenn du den einfach mal machst? Ja, ihr habt das bessere Aim. Natürlich. Ich bin ja so ein Scharfschützengewehr. Och nö, wo ist die denn? Ist noch weiß. Ist gerade so anstrengend, ne? Gerade warten, bis die grüne Krütze aufhört, damit ich mich verarzten kann. Hier ist jetzt das Pferd, Mann. Da kommt die Hive, da kommt wieder ein Zombie. Ich komm gar nicht zum Boss machen. Immer noch weiß. Ja, die sind noch unbeschäftigt. Ich glaube, die haben sich auch schon gegenseitig abgeschossen. So viel wieder geschossen wurde eben. Ja, Boogie, ich suche jetzt einen neuen Eingang. Ich schon mal eine Nahkampfwaffe, sehr gut. Axt ist vor allem die stärkste Nahkampfwaffe. So, dann öffne ich dir schon mal die Pforten, haust einmal drauf, rennst raus. So mache ich das jetzt auch. Einmal drauf, rausrennen. Kann der oben auch sein? Muss schnell sein. Dran und weg. Sonst ja, so. Weg, 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 weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war nicht der Ausgang, aber trotzdem gut. Ich hab mal einmal und lauf weg. Jetzt ist er im Akro-Modus. Jetzt lauf. Jetzt ist er im Akro-Modus. Ja, jetzt brenne ich. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich muss ein bisschen bitte wegkommen. Nicht sterben. Ich beschütze dich von hinten. Lauf zum Ausgang. Erstmal und halte dich bitte. Da ist die Achse weg, wenn ich mich jetzt heil. Ja, dann hebst du wieder auf. Raus, 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 raus. Der kommt jetzt zu uns dran. Genau, wenn du wieder reingehst, hebst du einfach die Achse auf. Was ein Hammer, hab ich jetzt da, hier saß die Achse. Lauf, 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 er ist ab. Nicht zu mich anzünden. Oh. Ne, deine Axt sehe ich gerade liegt hier. Ne, ist ein. Ne, ich hab die etwas. Ach, hast du. Oh, wir haben ja gleich. Was? So, jetzt kommen wir wieder ran. Jetzt ist er wieder ruhig. Jetzt kannst du nochmal draufhauen und raus. Raus, weg, 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 weg. Du musst abhauen. Oh, du hast ihn kaputt gemacht. Nice, ja. Sehr schön. Wir gehen im Osten raus. Nomini Patre, jetzt kannst du ihn wieder bannen. Hast du nicht immer einen Standardspruch gehabt, Bogi? Beim Bannen habe ich immer einen gehabt. Ja. Was hat's schon da gesagt? Oh, oder? Weiß ich nicht. Irgendwas auf Latein. Schmor in der Hölle. Sagt irgendwas auf Latein. Schmor in der Hölle. Sehr einfallsreich, okay. Sehr einfallsreich. Ave el habitu santi spitanti spiranti schwanti. So. Okay, das sagen wir jetzt jedes Mal, wenn wir einen bannen. Kannst du mir zwar nicht merken, aber ich werde mir die Folge einfach ganz oft angucken. Was halt auch passen würde, einfach ab in die Hölle mit dir, du Schweinepriester. Ich meine, das ist ja. Ist ja ein kleines Schweinchen, ja. Ja, wahrscheinlich war auch Priester vorher, weiß man ja nicht. Das kann sein, ja. Und vielleicht hat er auf dem Schweinehof vorher gearbeitet, das kann auch sein. Das glaube ich auch, ja. Aber ich krieg voll Hunger, wenn ich diese Schweinehälften hier sehe, die sehen so lecker aus. Ja. Bisschen Bruschetta oder was als Schwein? Oh, lecker. Oh, Carpaccio, Carpaccio. Cool.
hier oben bei mir steht ein rotes Fass drin, ey. Das ist bitter. Ja. Was haltet ihr davon? Ich mach das Grammophon ein bisschen an, damit wir ein bisschen Musik hier haben. Die Antwort hat zu lange gedauert. Jetzt gibt's Musik. Okay. Alter, ist das laut. Fire in a hole. Genau. Das ist meine Lieblingsplatte, die da gerade läuft. Fire in a hole. Die sind ganz weit weg. Ich glaube, die fighten sich im Gefängnis oder so da unten. Meint ihr echt, der eine ist abgehauen, weil der Ausgang direkt da war? Der Ausgang ist ja auch jetzt direkt neben uns, also wir können ja auch ruckzuck danach raus, gell, nach Osten oder so. Ansonsten, aber wir gucken mal nicht, dass der da sitzt und wartet auf uns. Und denkt so, ah, die Ficker hol ich mir, eh? Ja, da wäre es aber scheiße gewesen, dass er erst seine Jungs da abkennen lässt. Vielleicht war es ja auch nur ein Zweier-Ding. Ah, das ist nicht mal die gleiche Musik, die da läuft, ja, ist verschieden, oder? Mach mal aus, den Scheiß. Geht das? Ja. Für mich hört sich das gleich an. Ja, ich meine, aber ob jetzt bei anderen Räumen. Nö, kannst du nicht ausmachen. Echt? Okay, so kann man es auch kaputt machen. Doch, geht doch. Essen ist fertig. Fünf Minuten, Tarina. Na, warte. Noch eine Decoy. Hier unten ist noch eine Munikiste, gell, falls du eine brauchst, Roffel. Jo, jetzt schon. Da ist eine. Mein Gott, die ist voll Action, Leute. Da weiß man als Sniper nie. So, gehen wir im Osten raus. Ja. Hier ist absolut nichts. Gut, ja, komm, dann ja. Komm, dass wir jetzt mal wieder Punkte kriegen, im Osten ja. Raus. Die anderen antworten uns. Bogi, hast du eine Dynamitstange oder sowas? Ja, für den ja, Dicken. Dann schmeiß mal den Dicken vor die Füße, aber ein bisschen davor. Sauber. Na gut, jetzt gibt's schön EP. Ja, ich glaube, die Arme sind abgefleddert. Hier ja, liegt einer. Da läuft ein bisschen was raus, ja. Ach, da liegt der. Wo wollt ihr denn hin? Wir wollen zu den anderen. Was zu den anderen? Ach, mein Spaß. Ah, das ist ein Knarren für mich hier, mit dem, wo du ein bisschen mehrfach feuern kannst und so. Das finde ich ganz gut. Ja. Solange der Unterhebel links nicht hat oder was da, das schnelle Schießen. Was für dich auch gut wäre, wäre die Winchester. Da kannst du auch schnell schießen mit aus der Hüfte raus, ohne zu aimen, weißt du? Also das da muss ich mal gucken, wird das ein Gewehr ich da vorher spielen muss, damit aber ich die kriege. Ja rüber. Das kannst du mit einem, sag schon, mit einer Eigenschaft freischalten dann. Also musst du erstmal Erfahrung sammeln oder du kaufst dir dann einen Jäger, der schon diese Errungenschaft, diese Eigenschaft hat. Ah, da sind die Jungs. Oh, die sind ganz weit weg. Weißt du, was mies wäre, wenn wir jetzt auf das rote Fass schießen würden? Alle drei sind tot. Ihr lacht alle schon so. Das würde ich niemals machen. Ja, klar. Howdy, Partner. Gibt's eigentlich extra Punkte, wenn man das Bounty nicht verbraucht, sondern es noch zum Ende hat? Nee, wäre aber schön. Das wäre echt schön, ja. Alter! Oh, hab ich dich erwischt? Was verkehrt mit dir? Ja, ich hast durch du! Durch die Kutsche geschossen? Wie krass ist das denn? Ich wollte mal gucken, ob es funktioniert. Und ja, hat funktioniert! Also, Bobby, was ist eine schöne, durch die Kutsche schießen. Eine schöne 15-Minuten-Folge. Hatten wir eigentlich jetzt überhaupt Feindkontakt da gehabt eben? Ja. Ja. Ich habe einer genau in die Fratze geschossen. Ja, ich auch. Schön von oben runter. Die wusste nicht, von wo es kam. Die hat's nicht kommen sehen, sozusagen. Weil ich muss eigentlich zum Hochladen die guten Folgen raussuchen, wo ich gut bin.
sind halt wenige Folgen dann und sowas. Ich wollte sagen, da müssen wir noch ein paar machen, oder? Ja, dann kannst du dieses Format erstmal einstellen, würde ich sagen. Doch, die Leute sehen mich gerne sterben, ja? Die schalten da gerne rein. Aber der Joker. Also normalerweise müsstest du echt irgendwie so Szenen zusammenschneiden, das wäre richtig. Zeitbonus für Trophäenextraktion, warum gab's da? Ich habe extra so einen Zeitbonus gekriegt. Ja, weil wir so unfassbar schnell waren. Ich würde sagen, pass auf, ich habe jetzt zur Freischaltung eine Romero-Handkanone. Dann machen wir doch einfach gerade das doch drin, die 17er, oder? Dann machen wir jetzt nochmal ein Match mit den 17ern. Also vielen Dank für das Einschalten. Und in der nächsten Folge, wenn es gut war, seht ihr sie, wenn nicht, nicht halt. Ja? Also macht's gut. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.